The air out there don't feel right today. You feel it too, honey? Ach, Mann. Falsch. Ich glaube, ich muss auf Bestellen gehen, oder? Ah ja, rote Bohnen mit Reis. Alexis, would you mind keeping the red beans in the can? I'll pay the regular price, of course. Oh, my Lord. Why don't you want me to take them out of the can? They're for an offering, you see. Oh, why didn't you say so? The Lord hungers. Ganz recht. Exactly. As you can see, I'm a pitiful lost lamb. Now I get it, Zach. This is nothing but a shameless fetch quest. Ach was. Pretty should. A shameless fetch quest. Wisst ihr was? Ich eine Runde kegeln schnell. Hi there, hey. Sind. Well then. Ob uns der Skill jetzt auch beim Bowlen hilft, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Mehr Reaktionszeit. Höchstens, dass sich jetzt der Blinky Schwambel Bumble langsamer hin und her bewegt, könnte ich mir vorstellen. Aber gefühlt zumindest nicht. Ah, das geht schon mal gar nicht gut los. Das geht schon mal gar nicht gut los. Schade. Also Highscore kann ich schon mal vergessen. Perfektes Spiel wird das nicht mehr. Komm schon. Kein Glück heute. Da wobbeln die Kegel. Aber keiner fällt. Oh, das war ja jetzt mal perfekt stark und perfekt gerade. Das heißt nicht unbedingt, dass es besonders gut ist, aber ja. Immerhin. Das Schöne ist, das ist eigentlich wirklich eine gute Idee. Dadurch, dass es quasi diesen übergreifenden Punktesammelbalken gibt, dass man Belohnungen freischaltet für alle Punkte, die man insgesamt zusammenträgt, kann man auch so Mistspiele, so gescheiterte Spiele, die schon von Anfang an quasi zum Scheitern verurteilt sind, trotzdem zu Ende spielen, weil wenigstens zählt es zum Gesamtscore quasi. Bowling am Morgen vertreibt Kornsagen, genau. Hey, voll gut. Ich glaube, das Wichtigste ist anscheinend wirklich, dass ich den Linksdrall voll auflade. Dann wird das was. Na, schade. Die Stärke ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ja, meine Güte. Jetzt aber. Wenn die ersten zwei Würfe nicht so komplett für den Arsch gewesen wären, wäre das es. Könnte das noch ein, hätte das noch ein richtig gutes Spiel werden können. Na, ah, dieser eine Lümmel. Na, könnte was werden. Immerhin. Immerhin Spare. Oh, das war wieder mal gar nichts. Ach, schade. Aber wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich einen von den beiden Kegeln rüberboxen. Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Ah, grundsätzlich super geworfen, aber
Ah, schade. Ein bisschen mehr Schwung, wenn er gehabt hätte, hätte sogar hingehauen. Naja, trotzdem. Das ist schon cool. Das macht schon Spaß. Ja! Oh, das war nicht so gut. Tja. So gut kann ich das einschätzen, was ein guter Wurf ist und was nicht. Ich meine, anders wäre es vielleicht ein Strike geworden. Wer weiß. Perfekt. Also fast. Gut genug. Auf jeden Fall. Plunk. Immerhin Spare. Mann ey, ich glaube, das war nix. Ja! Super. Cool. Das war nicht schlecht, oder? Bei GTA 4 war das Bowling-Minispiel auch schon... Ja, das stimmt, da habe ich auch sehr viel Zeit. Überhaupt bei Red Dead Redemption habe ich zum Beispiel auch die meiste Zeit eigentlich mit Pokern verbracht. Oft sind die Minispiele die wahren Champions. Bei Witcher, bei meinem ersten Playthrough, habe ich auch fast nur Gwent gespielt eigentlich. Manchmal sind mir die Minispiele lieber als das eigentliche Kernspiel. Na, komm schon. Das ist mal gemein. Tja, schade. Keep working hard now, handsome. And never forget, you have the potential to go semi-pro, so you mustn't let that talent go to waste. So, dann bringen wir mal dem Lord sein Essen. Bei San Andreas war ich nur im Zug fahren. Auch nicht schlecht. Bei Final Fantasy XV hätten die ja auch versucht, dieses Flipper-Automaten-Minispiel zu etablieren. Da hätte sogar ein Standalone-Spiel draus werden sollen und sowas. Aber das hat nicht so ganz hingehauen. Das hat einfach nicht wirklich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, bei Gwent war es wahrscheinlich genau andersrum. Ich glaube, da war das nicht geplant, dass die da irgendwie ein Standalone-Ding draus machen mit mittlerweile einem Multiplayer- und einem Singleplayer-Ableger und so. Da ist das eher zufällig so beliebt geworden. Wahrscheinlich. Zack, we finally managed to assemble the Taboo Trinity. And it was certainly no small task. I just hope it rewards us with some data that will help us push this investigation forward. Ich auch. So, wo ist die Kirche? Da lang. Ist auch gar nicht so weit weg. Na dann. Dann los. Talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zack, and there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard.
We passed over the Lake Pontchartrain Causeway, the longest bridge over water in the entire world. Remember the sudden downpour that made it impossible for us to see the road? The rain was so torrential that we couldn't see more than a few miles ahead of us. I'm sure local drivers are used to that sort of thing. They were all going normal speeds. I'll bet that scene reminded you of a certain film, or perhaps a certain person. Ich habe hier den Schnellreisepunkt noch gar nicht aktiviert. Tada! Jetzt können wir hier auch her schnell reisen, wenn wir wollen. Have you come seeking salvation? I'll be happy to guide you. Wie bitte? Du hättest nicht gedacht, dass ich auch rauche? Das tue ich auch nicht. Ich habe die Zigarette lediglich gehalten. Was? Vor dir brauche ich es nicht zu verstecken? Wie kannst du so etwas Erbärmliches sagen? O Herr, ich bitte dich, rette diesen armen, unsagbar misstrauischen Schaf. Dieses Schaf. Ich dachte, ich habe irgendwie eine Quest für dich. Was ist denn jetzt los? Aber ich glaube, ich betrete mal die Kirche. Der Priester. Der ist witzig und bekloppt. Vielleicht raucht er nicht aktiv. Vielleicht ist sein Hobby, dass er rausgeht, eine Zigarette anzündet und dann in seiner Hand verrauchen lässt. Dann geht er wieder rein. Okay, Pastor. I've brought you your Taboo Trinity. I'd like to exchange it for a ticket to the Goddess. Oh, how I pity you. You see, my dear lost lamb, our Lord still hungers. One anaconda skin, one squirrel tail, and one pressed white guara. This is what you must bring next. Are you kidding me? How pitiful. Our Lord never speaks in jest. I told you this was gonna be a pain in the butt. Come on, we need to get going. Wirklich jetzt? It looks like we'll need to work harder to get God's attention, Zach. Was will denn dieser Gott alles von uns? Part of me just wants to say to hell with it and go have a smoke. Okay, die Eichhörnchenschwänze haben wir, aber wir brauchen Anaconda-Häute. Ich weiß nicht mal, ich habe noch nie eine Schlange gesehen. Genauso wenig wie Killerbienen. Oh, Mann, ey. Ich lagere mal ein paar Sachen in unserem Koffer. Wenn unser Inventar ein bisschen leerer wird. Ah ja, Eigeninteresse haben wir. Genau. Immerhin. Anaconda heute. Wo kriegen wir denn jetzt Anaconda heute her? Wo kriegen wir Anacondas her? Wo die wilden Anacondas leben. Wohnen. Ich habe bis jetzt wilde Hunde, Alligatoren, blutrünstige Alligatoren und wahrscheinlich die schlimmste von allen, hinterhältige Eichhörnchen gesehen als Gegner draußen in der Natur. Aber sonst noch nichts. Keine Anacondas, keine Killerbienen. Weißt du, wisst ihr, was witzig wäre? Es wäre witzig, aber auch seltsam. Weil anscheinend ging ja in den USA vor ein paar Jahren, und das kommt schon hin, vielleicht ist das schon 2005 gewesen, so eine
weiß ich nicht, so ein Hoax um. Das war so eine landesweite Paranoia irgendwie. Die Nachrichten haben über Killerbienenschwärme berichtet, die das Land heimsuchen. Alle waren irgendwie total panisch und letztendlich gab es nie Killerbienen. Es gab keinen Killerbienenschwarm, der irgendwie die USA heimgesucht hat, aber alle sind durchgedreht. You know, Patty, I just remembered something. Und es wäre echt witzig, wenn es in dem Spiel zwar Missionen gibt, die von dir verlangen, dass du Killerbienen tötest, aber es gibt keine Killerbienen. Aber glaube ich nicht. When we met Philip in the sheriff's office, he mentioned your mother. What sort of history does Melvin have with the Clarksons? What do you mean? The Clarksons know everyone in town, and everyone in town knows the Clarksons. This is Lucari. That's all there is to it. Zach, something isn't right here. I just hope the Clarksons don't have anything to do with her mother's illness. That's all I'm concerned about. Either way, the truth will reveal itself to us eventually. Just like it always has. What else have you seen on that sci-fi movie channel? Agent York, why are you asking me that? Discussing movies is one of the most basic forms of communication in our country. Ah, wartet mal, da steht Ziel Park. Steht es woanders auch dabei? 30 Killerbienen, nee. Nee, da steht es nicht dabei. Aber hier steht Ziel Park bei den Anaconda-Häuten. Aber eine gepresste Prachtkerze. Ich habe keine Ahnung, wo ich das herkriegen soll. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Anaconda heute und schauen mal, wo der Park ist. Hey, Agent. Sorry, wollte ich nicht. Ist das der Park? Farm? Da ist noch ein großes, komisches Feld. Discovery Site. Verlassene Fabrik. Steht nirgends irgendwas von dem Park. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Leben Anacondas in Bäumen? Hey, Zach, it looks like we were right on the money. Was ist eigentlich hier mit diesen Löchern? Patty, this town is so peaceful. Ich darf nicht mal was aufheben, sonst brechen die Dialoge ab. Ach komm schon, das ist doch bekloppt. Anaconda, komm sofort runter. Ich weiß, dass du da oben bist. Hey, Agent York. Yes? Is that... Sorry, never mind. I think I was just seeing things. So you clearly love TV shows, but what about movies? Movies? We don't even have a movie theater around here, so I can only watch what I manage to catch on TV. Like what? For some reason, the only movie channel we get at home is the sci-fi one. So I just watch a lot of sci-fi. Like what? What's the last one you saw? The one with Schwarzenegger, where there's all these clones. The Sixth Day, 2000, directed by Roger Spottiswoode. You must be very well-versed in sci-fi if you can appreciate an Arnold S. film. I thought it was way too easy for them to make more clones. And you'd never see a clumsy investigation like that on CSI. That's right. It's realistic.
Everything about that film is so realistic. It may be difficult for a child to understand. But, Patty, that's not your fault. All of Arnold S.'s films are filled with hyper-realism, you know. On top of that, Roger Spock... Und wenn Killerbienen und Anacondas wirklich nur nachts draußen sind? Aber jetzt gehe ich nochmal zu den Baum. Hey, Zach. No, nothing. Just felt like saying that. Ansonsten werfe ich mal Google an, aber ich befürchte, zu dem Spiel wird mir jetzt noch nicht so viel Informationen finden. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach, and there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard. We passed over the Lake Pontchartrain Causeway, the longest bridge over water in the entire world. Remember the sudden downpour that made it a... So nah am Wasser ist wahrscheinlich ein Alligator, oder? Ja, und wie? Mein Gott, wie schnell die plötzlich werden. Da kriegt man Angst. Das ist nicht, keine Ahnung. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the state. Das ist so ein bisschen wie ein MMO, oder? Dass man irgendwie so Gebiete hatte, denen dann ganz viele Hunde spawnen. Und dann geht man in den nächsten Wald und da spawnen wieder ganz viele von irgendwas anderem. Alligatoren. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Park steht da einfach nur. Ich weiß nicht, was die mit Park meinen, leider. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decompose. As I drove him to the station after his arrest, he started lecturing me on the proper way to give someone a kiss. Anyway, back to Duluth. They have a famous lift bridge there called the Aerial Lift Bridge. The lift bridge here is the first one we've seen since then, but this one looks a lot smaller than the Aerial Lift Bridge. Its smaller size was most likely... Können wir mal einen Schnellreisepunkt aktivieren, aber es ist trotzdem, es ist mysteriös. Beim Wasserturm aktiviert. Kann man da hochklettern? Nee. Schaue ich mal kurz, wenn ich zum Schnellreisebubbel gehe, ob es irgendwo einen Schnellreisepunkt gibt, der Park heißt vielleicht. Ein Wasserturm, der Flusskrebsfarm, Kühlhaus, evangelische Kirche. Nee, nie wirklich. Lang gehen. Da hinten wäre Sumpfgebiet. Ne, aber da war ich ja auch schon. Da sind auch nur Alligatoren in dem Sumpf. Ich weiß wirklich nicht, wo wir Anacondas finden. Ich glaube, ich google das wirklich mal. Hört mal hier den Schienen entlang. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft.
All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place. For better or worse, it's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly don't see that sort of thing in New York or DC. They never stop to chit-chat, especially when ordering food. They only say what's necessary, without any decoration. The customer only makes eye contact with the waiter about once every three times they interact. But that's just how it is. Isn't that right, Zach? The human relationships here are as fluid as an inorganic mechanism running on the smoothest, purest oil there is. And it feels strangely comfortable. After spending time in New Orleans and coming here, I think I'm starting to like the Southern disposition. They even have their own breed of bizarre crimes. And besides, the New Orleans area is famous for its paranormal culture. Wait. I'm sure it'll entertain us somehow. It's still a bit of a ways off, but perhaps we can also do a little case study for our post-retirement plan. What, you still think it's too early for that? I wouldn't say so. It's never too early to be prepared. Come on, I know you're with me on this one, Zach. Ich schaue gerade noch, ob es Bienen gibt. Komisch, zu den Anacondas. Zu den Anacondas habe ich tatsächlich was gefunden, aber die Bienen finde ich nicht. Aber das mit den Anacondas ist wirklich, also. Ja. Hey Zach, okay. It looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand. Jetzt warte mal ganz kurz. Heißen im Spiel. Ach so, Killerbienen jetzt im Deutschen. Ich weiß jetzt nicht, wie die im Englischen genannt haben. Haben die Killerbienen genannt? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich spoile, wenn ich Killer Bees suche. Nicht, dass die mir spoilen, wer der Killer ist. Ich schaue lieber nicht. Das mit den Bienen wird sich schon ergeben. Hauptsache, ich weiß jetzt, wie das mit den Anaconda-Skins ist. Das ist nämlich alles ziemlich bekloppt. Jetzt brauchen wir mal einen Schnellreisepunkt am besten, oder? Oder so, schauen wir mal. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had a car. This town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place. For better or so, genau, jetzt passt auf, ich erkläre es euch mal. Das ist ne, da muss man, das ist echt ein bisschen, naja. Also hier ist die Kirche. Und der Park, von dem die Rede ist, ist dieser Park hier, der direkt neben der Kirche ist. Und wenn wir da jetzt reinkommen, irgendwie, sollte auffallen. Jetzt passt auf, weil es gibt in dem Park scheinbar keine Anacondas, gegen die man kämpfen muss. So, stattdessen sollen hier angeblich Anaconda-Häute überall am Boden rumliegen. Hier, Killerbienen hinter mir. Found it, Zach. An Anaconda skin. Genau, aber die Anaconda-Häute liegen einfach in diesem Park rum. And freshly shed from the looks of it. Now let's get a move on before we run into its former owner. What do you think God wants with something like this anyway? Killerbienen. Das wollte ich nicht.
Yeah, und hier gibt's auch Killerbienen. Na guck, dann haben wir die auch gleich gefunden. Nehmt das, Killerbienen. Okay, man muss hier einfach nur in den Park auf jeden Fall die Anaconda heute aufheben. Und Killerbienenteile finden wir hier auch gleich. Dann wissen wir das jetzt auch. Cool, gut zu wissen. Im Park neben der Kirche gibt es böse Bienen. Patty, you live in a...